Im Endelskamm-Tunnel bei Jünde steckte am Freitagvormittag ein ICE fest. Die Feuerwehren Transfeld, Jünde, Barlissen und Münden rückten aus. Sie machten sich auf den Weg in den Tunnel, um den mehr als 550 Fahrgästen Hilfestellung zu leisten. Die Reisenden mussten in einen Zug umsteigen, der auf dem Nebengleis bereitgestellt war. Trotz der Dunkelheit in dem mehr als 600 Meter langen Tunnel klappte das Umsteigen auch bei sperrigem Gepäck über die zwei schmalen Metallrampen problemlos. Der Zug war auf der Route Würzburg-Hannover von Kassel aus in Richtung Göttingen unterwegs, als er einen Menschen erfasste und zum Stehen kam. Die Kriminalpolizei geht bei der Unglücksursache von einem Freitod aus. 3,5 Stunden später konnte der Ersatzzug seine Fahrt aufnehmen.